Hallo, immer wieder hört man bei der Prüfung, wenn die Prüfer fragen, für was brauchen Sie am Motorrad die Notaus? Was hört man dann? Ja, wenn ich stürze. Wenn ich stürze und irgendwo im Straßengraben liege, mit zwei gebrochenen Rippen, einem gebrochenen Bein, das Motorrad liegt 200 Meter von mir entfernt, dann habe ich nichts anderes im Gedanken, ach, ich muss zum Motorrad hoppen und den Notaus betätigen. Nein, das ist alles ein Blödsinn. Den Notaus brauchen wir aus dem Grund, falls wir mit dem Motorrad fahren und das Motorrad macht komische Geräusche, es leuchtet die Öldruckkontrolllampe, das Motorrad wird zu heiß, dann könnte es zu einem Motorschaden führen. So, und in diesem Falle betätigen wir den Notaus. Wenn wir den Schlüssel nämlich umdrehen, wenn ich jetzt einmal vorzeige mit Schlüssel umdrehen, Motorrad starten, Schlüssel umdrehen, was ist jetzt? Jetzt ist alles aus. So, und jetzt starte ich das Motorrad neu. So, und jetzt jetzt leuchtet das Licht weiter, Blinker funktioniert weiter, Lupe funktioniert, Warnblinkanlage funktioniert, also es funktioniert alles wie normal weiter. Wir haben auch Bremslichter und falls es sein sollte, dass das Gas hängt, dann ziehen wir nicht die Kupplung, dann betätigen wir nur den Notaus. Weil wenn das Gas hängt und wir ziehen die Kupplung, dreht der Motor noch höher und haben wir erst wieder einen Motorschaden. Also es kommt immer darauf an, was haben wir für ein Problem, Notaus oder Notaus mit Kupplung oder Notaus ohne Kupplung. Also das, wenn ich stürze, ist ein Blödsinn. Also das merken für die Prüfung. Ja, und nähere und genauere Erklärungen kommen jetzt demnächst bei mir auf YouTube. Also bitte abonnieren und wahrscheinlich auch einiges auf Insta.